Oh, hör auf, das ständig um die Ecke zu gehen, du Vollhonke. Sehr schön, Dark Knight. Der einfach mal durch die Vordertür. Hab mich geirrt, mach ich doch nicht. Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Einer von den Typen muss Tobias sein. Was meinst du mit, du hängst nach? Mach mal Platz. Fünf und eine sechs, sehr schön. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als ja. Nein, nimm es als das geht dich nichts an. Gute Einstellung. Hat dich Blum deswegen gefeuert? Matrix. Tobias, stopp! Wer hat dich gefickt? Scheiße. Ja, Schnitzel, das stört mich auch so ein bisschen. Verdirbt ein bisschen den Spaß, aber was soll man machen? Lauf mal langsamer, ich bin nicht so schnell. Super, und ich darf ihn nicht abknallen. Mich selber behindert. Diese Features von wegen Hacke was, um Leute aufzuhalten, die sind ja recht schön und toll und sowas. Aber die werden immer erst eingeblendet, wenn der Typ schon lange dran vorbei ist und ich erst da so weit bin, hinzukommen. Ich will dir ja gar nichts tun. Fast immer. Also,
Ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Sie finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich hier kommen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Die Stimme passt aber nicht zu dem Charakter. Der sieht voll alt aus und hat voll so eine Stimme wie so ein 16-Jähriger. Jemand muss von dieser Unterhaltung fahren. Sagt man mir auch oft. Na ja, okay, doch, außer dass ich alt aussehe. Abgeschnitten. Da ist kein Strom, kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay, damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Ciao, Schnitzel. Und sind im Moment nur zwei Mods, weil die anderen beiden inaktiv sind. Bin ich sicher. Tobias, ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So, was mache ich? Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Schön, ja, dass er von dir ist. Gib ihn mir. Nein. Sicher. Ja, nimm du ihn. Gut. Dein Begräbnis. Ist schwer, was? Guck mir, Mann. Tipp. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Tobias Shop. Besuchen Sie Tobias Untergrundgeschäft. Kaufen Sie bereits fertig hergestellte Tools. Tobias Shop ist das einzige Geschäft, das Waren wie Gemcoms, Blackout und CDO-Scans verkauft. Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Aber er war irgendwie high oder so. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Sehr populär. Telefonschwein, blablabla, blablabla. Bla. Eine Pille? Nein. Zusatzakku ist immer gut. Wenn die ihn finden, wer weiß, was sie tun. Hey, übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie mit einem Keks? Keine Ahnung. Sei kreativ. Ich fände es lustig, dass man die Handschuhfächer immer looten kann, um da den ganzen Kram noch mit rauszunehmen. Macht ja auch Sinn, dass man die Handschuhfächer, wenn da irgendwelche Wertgegenstände sind oder sowas, dass man die Wagen halt plündert, statt einfach nur den Wagen mitzunehmen, dann wieder wegzuwerfen. Wie das bei GTA eigentlich der Fall ist.
Klettern ist aber nicht so Aidens Fall, glaube ich. Ach, wie schön wäre es, Ezio in dieser Zeit zu haben. Ich glaube, ich bin jetzt einmal ganz gleich um diesen Felsen hier rumgelaufen, statt einfach den Weg hochzugehen. Da ist die Kamera. Das neue Projekt auf der Xbox One kommt, wenn das Spiel released ist. Das kommt erst am 6. Juni, glaube ich, raus. Dementsprechend kann ich es auch erst dann zocken. Das tut mir leid für dich, Dark Knight. Da muss er nur noch mit mir beten, dass das Spiel auch rechtzeitig ankommt. Boots ist in der Haus. Ja, ich habe ein paar mehr Mods vergeben, weil ich keine Lust mehr hatte, ständig den Controller wegzulegen, um Ameise mit seinen neuen Accounts zu bannen. Und als er dann noch persönlich gegen die Leute wurde, die ich zu Mods machen wollte, hatte ich noch einen Grund mehr, den Mods zu geben. Hi, Birne. Ich raff nicht, warum diese Ziellinie hier, wo man die einen dann leiten soll, immer auf die ganz linke Fahrbahn lenkt, obwohl man sowieso in der nächsten Abfahrt rechts raus muss. Kann man auch gleich auf die rechte Fahrbahn verweisen. Genauso wie hier, ich soll als nächstes rechts abbiegen, werde aber hier auf die linke Fahrbahn gesetzt. Yeah.
Ja, Butzameise kommt immer noch an. Heute wieder mit inzwischen 5 Accounts sind es, glaube ich, wenn ich jetzt mich nicht irre. Und der wird immer beleidigender. Ich weiß, dass es nur den groben Weg angeben soll, aber ich finde es halt trotzdem irreführend, weil man sich ja im Endeffekt schon ein bisschen darauf verlässt und sich dann da einreiht, wo das halt angibt. Weil das Ding weiß ja, wo man das nächste Mal abbiegen muss. Und dann muss man jedes Mal über die ganze Straße. Birne, du warst nicht gemeint mit Vollpfosten. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Ich würde ja auch eine andere Strecke nehmen, aber so ohne Orientierungssinn ist das schwer. Immer wenn ich denke, jetzt fahre ich mal ohne Navi, komme ich nicht am Ziel an. Hast du Tobias gefunden? Hab ich. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge, ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich sehe dich dann. Da rein ohne Strom. So mal wieder nicht. Vielleicht kann ich erstmal da oben was aktivieren. Auch wenn ich gerade wegen der Sonne überhaupt nichts sehe, aber das ist schon okay. Haben wir denn da abgefangenes Audiolog? Verdammt, Trey. Tut mir echt leid mit deinem Wagen. Musstest du ihn auseinandernehmen, um einen USB-Stick zu finden? Hast du alle 6 Attrappen gefunden? Dann bist du jetzt da. Nur eins. Die Autonummer habe ich schon gemacht. Du kannst mein Baby also in Ruhe lassen. Bitte. Kamera aufgemalt, die kann ich aber wohl schlecht hacken. Bye bye, Butz. Irgendwie muss ich doch ja da wenigstens zu einem hinkommen. Schon mal. Das sieht doch gut aus. Ah, ist da was drin? Falle, jetzt bin ich eingesperrt, scheiße. Nein, doch nicht. Weil der Multiplayer nur gegeneinander geht. Und wir beide erstmal die Story zocken wollen. Deswegen spielen wir nicht zusammen. Also es gibt leider keinen Koop-Modus für die Kampagne. Ich frage mich nur, wenn es hier wirklich keinen Strom geben würde, wie kann es dann Kameras und
den ganzen Kram hier geben. Das läuft ja auch über Strom. Hoffen, ja. Nummer eins, noch zwei. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blum wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur, dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Ich glaube, sie ist so eine kleine Verschwörungstheoretikerin. Upsala. Ich glaube nicht, dass Kameras lange über Batterien laufen können. Tja, Profiler, deswegen nutzt man auch Windows 7 und nicht Windows 8. Fahrstuhl fahren. Glaubst du es oder wünschst du es dir, Galactic? Damit du wieder Mod spielen kannst, beziehungsweise was damit machen kannst. Verdammt, verdammt. Die Tür hier wieder zu. Da geht's wieder runter. Was ist das Ding zum Aktivieren jetzt hier? Ach, da unten. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. Scheiße, Zaun im Weg. Komme ich jetzt hier raus? Da. Nein.
Oh, das war knapp. Ja, Betriebssysteme finde ich sowieso nach Windows 95 und 98 war XP gut und dann erst wieder 7 und seitdem auch nichts anderes mehr. Ich kann die Betriebssysteme dazwischen sowieso nicht leiden. Ist doch nett, dass sie dich dafür, was die Kosten angeht, bescheißen. Die wollen halt immer nur dein Bestes, dein Geld. Vista habe ich gekonnt umgangen, genauso wie Windows 8. Das werde ich mir auch nicht holen, wahrscheinlich. Ich brauche einen Weg. Kann ich mit dem Auto einfach das Ding einfahren? Nein, geht nicht. Aber ich kann da was hacken. Keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll gerade. Hier nochmal hoch, vielleicht war das es ja. War da ja noch ein Weg in den Hof irgendwie zurück oder so. Hä? Hoch. Ja, hättest du mal machen sollen, Profiler. Aber im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Lang. Irgendjemand eine Idee, wie ich hier hochkomme?
Helikopter habe ich gerade nicht dabei. Hab gerade. Oh, scheiße. Gerade alle meine Taschen durchsucht, aber den habe ich leider vergessen einzupacken. Vom Dach hochspringen geht leider auch nicht. Ich komme halt hier drauf, aber das bringt mir halt sehr wenig. Wenn ich da nicht rüberkomme. Blendend. Und auf die andere Straßenseite hier drüben komme ich halt auch nicht wirklich rauf. Weil ich hier nirgendwo hochkomme. Nee, doch nicht. Was machen die denn hier? Von hier. Aha. Bin zwar schon mal weiter als eben, aber hoch komme ich trotzdem nicht. Bisher. Beziehungsweise da rein. Du musst unsichtbares Klebeband haben. Eine Tür, ich werde verrückt. Und eine unnütze Kamera. Hat das wohl nicht so geklappt mit der Xbox-App. Aber im Moment ist es eh nicht sonderlich spannend, wenn
dass ich, wie ich hier versuche, halbwegs einen Weg reinzufinden, glaube ich. Den ganzen Weg, einmal komplett rum, hätte ich mir vollkommen sparen können, wenn ich einfach hier die Kameraansicht gehabt hätte und da dieses Ding entriegelt hätte. Naja, was heißt großartig Bock auf Watch Dogs? Ich meine, das Spiel ist nicht schlecht. Ich stehe allerdings sehr auf Singleplayer-Spiele. Nur die meisten, auf die ich stehe, haben dabei auch eine Story. Also das mit dem Hacken und sowas gefällt mir halt richtig gut. Das hat ja kein anderes Spiel so diese Freiheit, was mache ich alles, was kann ich alles beeinflussen und so weiter. Das gefällt mir halt richtig gut an Watch Dogs. Viele andere Aspekte sind aber verbesserungswürdig. Meiner Meinung nach. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss hier. Bitte mich nicht erdrücken, danke. Ja, was das angeht, bräuchte man dann wohl schon eine Xbox One, meinte ich. Das ist ein fest eingebautes Feature. Dass man Streams gucken kann. Und sogar auch direkt davon streamen. Das sollte reichen. Ja, im Moment ist es ja nur rumsuchen und Wege finden. Deswegen ist es nicht sonderlich spannend. Das ist schon richtig. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Die Lache ist ganz schön dreckig von der Kleinen. Also bei GTA hatte man halt, abgesehen von den langen Fahrten, nicht so sehr viele actionlose Szenen, sag ich mal. Das hat man hier halt schon gerade. Für Xbox 360 brauchst du Hardware, um aufnehmen zu können. Das geht nicht einfach nur durch Software. Strom ist aus, ne, top. Siehst du? Ich hatte recht. DedSec wird das gut gebrauchen können. Clara, wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. Sammy, man kämpft sich durch Hacks und Waffen, mit Hacks und Waffen durch die Stadt. Und muss rausfinden, wer die Nichte getötet hat. Und ansonsten ist es einfach Open World mit ganz viel Hacken und ganz viel Beeinflussen und so. Oh
Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Profiler, das Problem habe ich bei Twitch aber auch am Laptop. Wenn ich bei Twitch am Laptop schreibe, dann verschluckt er auch die meisten Buchstaben. Und doch hacken wir uns hier ein. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Das ist nur eine Spur, mehr nicht. Hatten wir das Gespräch nicht schon mal mit der IP-Adresse? Echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Kommt scheinbar aus dem Rossi Freeman Bezirk. Viceroy Territorium. Da. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein. Die sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. Ja, das Problem ist, ich muss gerade mit einer vergammelten Drecks-Software streamen, die in den letzten Tagen sowas von kaputt gepatcht wurde. Deswegen ist qualitativ nicht sonderlich gut der Stream. Weil die andere Software, die ich halt noch hätte, die ist kostenpflichtig und irgendwie akzeptiert der im Moment meine Zahlungsmethoden nicht, außer Kreditkarte. Und Kreditkarte habe ich keine, weil ich mir keine anschaffen will. So, aber scheinbar gibt es hier eh nichts mehr zu erkunden. Von daher... Ausgang suchen. Da ist noch was. Bunkerzugang. Ich hab den Bunker doch schon. Clara da reinzuziehen, sollte ich nicht machen. Vertrauen ist gefährlich. Aber ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Vielleicht ist sie meine einzige Freundin. Profiler, ja, ich möchte gerne wieder mit XSplit streamen, weil die Software einfach gut ist. Aber ich muss erstmal kurz die Batterien auswechseln vom Controller. Die sind jetzt schon zum vierten Mal abgeschmiert. Ja, ich habe eine 50k Leitung und habe trotzdem schlechteres Internet als mein Bruder, der mit einer 16k Leitung rumgümpelt. Aber 100% flüssig kann es auch gerade nicht laufen, weil mein PC das Spiel nicht flüssig schafft. Von daher ist so eine Kombination aus der schlechten Software und PC-Version. Kann ich raus? Wo kann ich raus? Warum kann ich nicht raus? Da kann ich raus. Welchen Wagen nehme ich? Ich nehme wohl ihren Wagen. Braucht sie jetzt eh nicht mehr, wenn sie da drin hockt. Thank you.
Übrigens würde ich mir wünschen, dass Schnitzel einen anderen Namen hat. Mal sehen nebenbei. Ich krieg immer Hunger, wenn er was schreibt. Jetzt stockt zum Beispiel gerade im Spiel extrem kurz. Besonders bei Kollision oder sowas. Weil wenn ich halt schnellere Automanöver mache. Rosie Fremont. Sie hatten so viel vor mit dem Viertel. Gebracht hat's nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Von der Stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch Wohnblockgemeinschaften. Was ist mit den anderen? Die spielen mit oder ziehen weg. Ich werde mich mal umsehen, herausfinden, was die so machen. Entschuldigung. Steakfresse ist wirklich nicht nett. Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nie rein. Okay, ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Kann ich mich auch in den reinhacken? Das ist ein Obdachloser, hat bestimmt auch ein Handy. Ich bin wieder Präsident. Wir beide brauchen Geld. Nice. Spruch. Ach, da mich. Ich habe gerade zweimal hingeguckt, ob er wirklich Code geschrieben hat. Aber ja, er hat Code geschrieben. Meinst du jetzt den Hacker-Code oder den Code, der halt anderweitig entsteht? So tötet man mit Sniper. Shorty, Laufstampe, Lauf. Was? Wie kommst du jetzt auf Shorty?
So haben wir unseren Lehrer immer genannt. Damals. Voll daneben. Dreck. Könnt ihr mal ruhig halten? Stillhalten, meine ich. Wie die aufgescheuchten Hühner rennen die hier hin und zurück. KI fehl am Platz. Ups. Krieg drei Kugeln rein, das juckt den gar nicht. Mensch. So eine behinderte KI, habt ihr das schon mal gesehen? Seit wann tun Programme denn bitte nur das, wozu sie programmiert sind? Die machen auch immer, was sie wollen. Ich kann das bei Sniper nicht leiden, wenn die so extrem hin und her wackeln noch von sich aus schon. Normaler, also es ist ja relativ normal, dass das passiert, aber wenn man schon hier irgendwie einen Punkt hat, wo man die Waffe ablegen kann, warum ist es dann immer noch so? Ihr braucht keine Verstärkung.
Kumpel! Pack eine Granate auf! Geht in Deckung, Wicht! Granate! Weg da! Geh mal zu Oran an seiner! Oh, jetzt lass mich doch mal hier in Ruhe hacken, meine Fresse. Wieso kommt jetzt ein Fetti? Ich aber fertig mit euch. Fuck. Hätte mich auch gewundert, wenn das so geklappt hätte. Eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein. Ich fange gerade erst an. Ich muss da rein. Ein paar Antworten. Und meine Schwester. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Was ja eine krasse Wendung wäre, wenn die Carla oder wie die Tussi hieß, mit der wir jetzt gerade zusammenarbeiten, eigentlich die Nichte ist, die die ganze Zeit gerecht werden soll.
Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Hör zu, ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Ich habe herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich habe da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Die Frage ist... Laut Videoliste ist er nicht weg. Und wo? Und natürlich wer? Tobias. Ja, genau. Und laut Chat auch nicht. Mehrere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jede dieser mysteriösen Kisten enthält hergestellte Tools und in der Nähe befindet sich jeweils ein verworfenes Audiolog. Finden Sie alle 9 Kisten, um eine spezielle Mission freizuschalten und mehr über deren geheime Hintergründe zu erfahren. Im Fortschrittsrad können Sie jederzeit sehen, wie viele Kisten Sie bereits gefunden haben. Hops. Behörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Ach, da, nein, Englisch ist es doch einfach. Zumindest in der Schule. Ich fand Englischklausuren immer mit am einfachsten. Ich glaube, ich habe noch nie für eine Englischklausur gelernt. Was war das denn? Hab ich gar nicht hingeguckt gerade, was da passiert ist. Wochenende haben wir morgen nicht erst Mittwoch oder bin ich jetzt schon so aus dem Zeitplan? Ich glaube, dann hättest du gerne Wochenende, ja, aber das heißt ja nicht, dass du es auch bekommst. Au. Vollgas gegen Baum. Okay, das reicht nicht. Also wieder Navi. Das Navi ist lustig. Ich will wissen, wie ich auf diese Straße komme und der zeigt mir vor auf die Straße. Freitag der 13. eine Mathe-Test. Das kann ja nie was Gutes werden. Donnerstag und Freitag frei, du Glückspilz.
Juhu. Wer hat in der Brücke umgedreht? Habe ich doch gesagt, Mathe, oder nicht? Mathe am Freitag, den 13. Das kann nie was Gutes werden. Das sind zwei schlimme Sachen. Freitag, der 13. und Mathe. Das gehört aber nicht zusammen. Ich wollte sagen, drei schlimme Sachen, aber Freitag ist ja toll. Der beste Tag der Woche. Danach ist Wochenende. Ach so, ja. Stimmt, ist ja Vatertag. Habe ich fast vergessen. Nachteil an meinem Job ist, ich muss halt auch am Wochenende und an Feiertagen arbeiten. Deswegen kenne ich sowas nicht. Mit Feiertagen und Frei- und Brückentagen und so weiter. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Ja, Dark Knight bei uns war... auf der Fachhochschule war Test und Arbeit im Endeffekt das gleiche. Da gab es keine ganz einfachen Tests, da wurden alle komplett gewertet, alles, was man geschrieben hat. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gerne Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Mann. Ja. Dann mal los. Okay. Na klar, ich kenne die Namen der Feiertage. Ich hab sie nur nicht, weil ich an den Feiertagen trotzdem arbeiten muss. Also los, schau mal rein. Vielleicht finden wir was. Aber Weihnachten speziell feiere ich nicht Dark Knight. Schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Komm schon, Mann. Ich muss ihn sehen. Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Danke. Besser an die Zähne bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leicht, da reinzukommen. Hey, Mann! Was hast du? Da ist der Zack, oder? Bye, bye, Schnitzel. Ach, Schmierblatt ist doch was für Anfänger. Ich habe nie ein Schmierblatt gemacht. Ich habe immer alles sofort in die richtige Arbeit geschrieben. Haben mich meine Eltern zwar für gehasst, aber... Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu.
Hier ist doch schon wieder irgendjemand am Vögeln. Die haben Probleme. Werbung, da ist noch eine Kamera. Achso. Ja, E-Mails lesen. Das sind hier eine ganze Menge Kameras. Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Neueste Sicherheitssystem. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das benutzt. So kann ich es hacken. Mehr habe ich nicht. Das ist mein. Alles da drüben gehört dir. Also fick dich. Fick dich. Yeah.
IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Fuck off. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Badbug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Nur, dass du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldog? Die hässliche kleine Töle? Badhead. Hey, der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Das ist Familienzusammenhalt. Sie sehen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion. Okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Verdammter Hampel, man kann mir mal die Eier krauen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Ich glaube, die Frage wollte er nicht beantwortet haben. Jetzt bin ich mir 100% sicher, dass er sie nicht beantwortet haben wollte. Sonst noch was? Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fetzer, Badbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Ist ein Plan. Allerdings beende ich jetzt auch für heute den Stream. Es wurde mal wieder länger als geplant. Und ja, wird fertig. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, dass ihr auch so lange dabei geblieben seid. Und verabscheue mich dann. Bye, bye. Na, ich meine, warum spricht er mit...